Guten Morgen. Ich bin gerade wieder auf ein paar ganz spannende und interessante Dinge gekommen. Nämlich, wenn wir alle zusammen in einer G- oder Gemeinschaft diese Erde sind, dann gibt es für uns Menschlichter, also da, wo da drin und da Licht brennt, nichts, aber absolut gar nichts, was wir nicht wollen dürfen. Weil alles, was wir nicht wollen, ist ein Teil von uns. Alles, was wir ablehnen und bekämpfen, ist ein Teil von uns. Und das ist im Prinzip die Tragik des Zionismus, des Geteiltseins, dieses Plus-Minus-dualen Verhaltens, wo man den alles verbindenden Zellraum gedreht hat und daraus zwei, ich bin nicht du, du Frau, ich Mann, hell und dunkel, zwei verschiedene, Schlachtfelder oder Spielfelder gemacht hat, die man dann immer wieder zusammenfügt. Und im Sport machen wir das ja, wir fügen zwei autarke Felder zusammen zu einem und darauf bekämpfen wir uns. Das heißt, wir haben uns das im Außen eh geschaffen. Wichtig ist aber, dass ich wirklich lerne, jetzt alles zu wollen, alles anzunehmen. Und wenn ich alles wollen kann, vielleicht sogar im nächsten Schritt zu beginnen, alles zu lieben. In dem Augenblick, wo es einer kritischen Menge, einer kritischen Masse von Menschlichtern gelingt, sich selbst zu lieben, in dem Augenblick steigen wir ganz schnell auf und die Erde tut eh das ihre dazu, der Kosmos tut das seine dazu. Die Schwingung erhöht sich momentan eklatant, das kann man täglich auf alle Fälle machen, kann man sogar stündlich Anhebungen fühlen oder spüren, für diejenigen, die was empfinden und wahrnehmen können diesbezüglich. Und die das nicht wahrnehmen können, für die ist auch okay, dann ist es nicht deine Aufgabe, es wahrzunehmen und weiterzugeben. Also wir haben jeder unseren Platz hier auf diesem Plan Eden. Und das ist wichtig, dass wir uns das ganz klar machen, egal was in der Ukraine oder in Russland passiert, egal was in Amerika passiert, völlig egal was in Bosnien passiert, es ist ein Einigungsprozess und dieser Einigungsprozess kann aber nur stattfinden, wenn man vorher noch ein paar Sachen reinigen, also zurückbringen zu einem Einigungszustand und darum wird es noch ein paar Sachen geben auf der Welt, liebe sie, schau es dir an und liebe sie. Und lass dich nicht mehr von diesem ganzen Notgedöns oder sowas runterziehen, weil das einfach nichts anderes ist wie eine deprimierende Darstellung von Ist-Zuständen, die wir einfach nicht verstehen. Okay? Also, lass uns alles lieben, was da ist. Namaste, wir wissen es eh. Und wenn wir aufgestiegen sind, dann ist es schön.